Ja, da gibt es natürlich Mythen über Weblogs. Ein Mythos wäre natürlich so, dass das nur sogenannte Nerds sind und Nerds sind ja angeblich übergewichtig und haben 3 Tage Bart und lange Zottelhaare etc. Naja, also erstens mal auch Nerds müssen nicht unbedingt so aussehen und zum anderen, wenn man sich tatsächlich mal anschaut, die Daten von der Website Technorati, das ist eine Suchmaschine für Blogs, die zeigen, dass es bei weitem nicht so ist, dass Blogger 20- bis 24-jährige Computerfreaks sind und dass das mittlerweile schon recht gut verteilt ist. Dann wird immer so gerne, insbesondere von den, auf der einen Seite die Journalisten, die regen sich so ein bisschen darüber auf, dass es Blogger gibt, weil die irgendwie jetzt umsonst da Informationen ins Netz stellen und ihnen so ein bisschen Konkurrenz machen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Blogger nicht wirklich jetzt echte Journalisten sind, aber das macht es ja gerade spannend, weil die einfach teilweise auch einen anderen Stil haben zu berichten und die haben auch viel mehr Zeit, über bestimmte Sachen zu berichten und dann tun sich in bestimmte Dinge hinein tun. Hier sieht man mal so ein bisschen, worüber eigentlich gebloggt wird und also Dinge, die sehr viel gebloggt werden, sind zum Beispiel die Technologie und auch persönliche Dinge und Lifestyle, also wie man lebt und was man lebt und wie man das macht, etc. Natürlich andere technische Themen wie Computer und Film. Gut, Film ist kein technisches, aber Musik und Film, alle Sachen, die auch wiederum was mit Geschmack und dem, was womit man sich beschäftigt, zu tun haben, die werden viel geblockt. Also es gibt eigentlich nichts, ganz ehrlich, es gibt eigentlich nichts, worüber nicht geblockt wird. Und man sieht auch wirklich, dass sehr viele Freizeitbereiche geblockt werden, das jetzt nicht nur ein Thema ist, was jetzt im Wissenschaftszirkus sehr verfängt. Ja, dann gibt es natürlich immer so den Vorwurf, meine Güte, wenn da jetzt alle schreiben, das kann doch eigentlich alles, das kann doch nicht alles gut sein. Und der wird häufig behauptet, dass 99% aller Weblogs Müll sind. Wenn man sich das anschaut, was wird geblockt und wie wird es gelesen, gibt es Dinge, die für einige Blogs, die für viele Leute sehr interessant sind, die von vielen gelesen werden und das ist dann sicherlich auch eigentlich schon eine neue Form von Journalismus. Und es gibt aber auch ganz viele Blogs, die nur von wenigen gelesen werden, aber es muss nicht Müll sein deswegen, sondern wir haben ja vorhin das Beispiel gesehen, wenn wir diese ganzen R-Blogs, wo es um Statistiksoftware geht, naturgemäß werden das einfach nicht so viele Leute lesen, weil es einfach zu spezialisiert ist. Und es gibt viele Blogs zu so Physik und zu so Mathematik und so weiter und so fort. Und die werden von wenigen gelesen. Es gibt aber auch Leute, die es verstehen, Themen, die normalerweise vielleicht nicht ganz so leicht verständlich sind, gut zu beblocken und interessant zu beblocken. Es gibt zum Beispiel einen Math-Punk-Blog, da wird einfach Mathematik in einer sehr Subkulturart dargestellt. Bloggen in Lehre und Forschung nimmt immer mehr zu. In der Lehre kann man dadurch Kommunikation mit Studierenden anregen, so wie wir das ja auch hier versuchen. Wir hoffen, dass sie uns auch noch mehr Rückmeldungen geben zu den Episoden und sagen, was sie sich noch mehr wünschen. Man kann es natürlich auch zur Veranstaltungsorganisation nehmen, aber insbesondere finde ich es spannend zur inhaltlichen Vertiefung von Lehrveranstaltungen. Und das ist immer eine tolle Sache. Ich denke auch, gerade bei solchen großen Veranstaltungen wie Vorlesungen könnte man das sehr hervorragend nutzen, um da mehr Tiefe reinzukriegen und auch mehr Diskussion unter den Studenten. In der Forschung, Forscher nutzen es natürlich auch, um einfach mit Kollegen zu kommunizieren, aber auch so, wie wir das bei Helge vorhin gesehen haben, zur persönlichen Wissensorganisation, dass man sich Dinge einfach aufschreibt und dokumentiert. Blogs sind auch ein bisschen informaler und deswegen kann man das auch als gedankliche Spielwiese verstehen, wo man einfach mal eine Idee ins Netz reinstellt und dann guckt, was passiert da. Wir werden irgendwann mal mit diesem mystischen Personal Learning Environment uns beschäftigen und das Weblog ist sicherlich ein zentraler Teil von einer persönlichen Lernumgebung, weil man das als ein regelmäßig aktualisiertes Lernjournal verstehen kann und als so eine gewisse Wissensdatenbank, weil man das auch sehr schön durchsuchen kann.
Und besonders interessant sind Blogs auch als Reflexionsmedium, weil man selbst halt Reflexion einstellen kann, aber dann auch von anderen Reflexionen bekommt. Die Manni Schiefner hat es dann als ein konnektives Diskursmedium zum Wissensaustausch mit Vernetzung bezeichnet. Konnektiv ist ein Hinweis auf einen Ansatz von George Simmons, der da heißt Konnektivismus. Da geht es vor allem darum, dass man in Netzen, in Netzwerken einbringt und dort durch den Kontakt zu anderen seinen Wissensraum erweitert. Ich denke, das ist vielleicht nochmal so eine extra Podcast zum Thema oder hier Präsentation mache zum Thema Konnektivismus. Das aber so als extra für diejenigen, die sich damit stärker beschäftigen wollen. Das wird ein optionales Video sein für Sie. Hier nochmal die Quellen, die wir heute benutzt haben. Sie sind herzlich eingeladen, auch in die Links reinzuschauen und hier nochmal, woher wir das Bild haben. Und ansonsten der Hinweis, wir haben diesmal viele Episoden, weil es wahnsinnig viel Spannendes hier zu berichten gibt in diesem Modul. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Episode. Tschüss.